Wir sind in einem System aufgewachsen, wo es halt krasse Stereotypen gibt und Vorurteile. Und ich bin natürlich auch damit irgendwie aufgewachsen und habe das lange auch irgendwie in mir gehabt und war so mega verunsichert, hatte Angst, dass Leute mich selber immer nur so sehen in diesen Stereotypen und habe mega hart immer dagegen angekämpft. Es ist total anstrengend, so durchs Leben zu gehen. Und dann wollte ich halt genau diese Stereotypen aufgreifen und sie zerbrechen, dekonstruieren, um quasi neue, starke, verschiedene Bilder zu kreieren von asiatisch gelesenen Menschen. Ich heiße Nasche 44, ich komme aus Berlin, Köln, deswegen 44. Und ich bin Musikerin, Rapperin, Singer-Songwriterin. Du stehst auf gelbe Schlitze, ja, dann geh doch zur Post. Diese Pussy hier ist Gold und für dich Fort Knox. Hast du Yellow Fever, schick ich dich zum Doktor. Er macht Schnipp, Schnapp und du singst im Engelschor. Mein Vater kommt aus Deutschland und meine Mutter kommt aus Vietnam. Allerdings gehört sie zu der chinesischen Minderheit aus Südvietnam. Mein Vater hat beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet, im Büro unten als Pförtner und Telefonist. Und meine Mutter hatte im selben Gebäude oben Deutschunterricht. Und dann ist sie einmal runtergekommen in sein Büro, um da so Unterlagen zu kopieren. Und haben sich dann kennengelernt. Ich mach Schlitz, Schlitz mit meinen Chopsticks. War nur ein Witz, Witz, wie deine Optik. Ich bin halt in Neukölln aufgewachsen und da gab es halt fast gar keine vietnamesischen Leute. Da war es so mehrheitlich Leute, die irgendwie einen türkischen oder arabischen Background hatten. Das heißt, ich habe mich am Anfang eher so zu der Community zugehörig gefühlt. Aber natürlich dann so meine Familie, das war immer so mein Kontakt zur vietnamesischen Seite. So, ich habe auch Familie noch in Vietnam. Und ich bin halt irgendwie auch schon mit der Kultur aufgewachsen, so zu Hause. Da habe ich mit meiner Mutter immer vietnamesisch gesprochen, mit meinem Papa immer Deutsch so. Und mit meinen Geschwistern halt immer so irgend so ein Mix. Es gibt so ein Foto von mir, da bin ich so 3 oder 4 Jahre alt. Und da habe ich schon so ein Mikrofon in der Hand, weil zu Hause hatten wir immer so eine Karaoke-Maschine. Und dann haben wir halt so vietnamesische Lieder gesungen. Und diese Songs habe ich dann halt immer gesungen, obwohl ich gar nicht lesen konnte. So. Also mit 3, 4 Jahren, keine Ahnung. Aber das waren, glaube ich, so die Anfänge. Und wir hatten immer Instrumente zu Hause. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Gitarrenunterricht zu bekommen, weil ich war so zu meinen Eltern, ich möchte Musikunterricht bekommen. So. Und ich habe mich halt nie getraut, irgendwie Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich dachte, ich kann eh nicht singen. Dann hatte ich halt Gitarrenunterricht, später dann Klavierunterricht. Und ich habe dann halt auch in so Bands mitgesungen und gerappt. Du setzt es auf, legst es ab, so wie es für dich gerade passt. Ich schieb Hass, so verarbeite ich das, verändert sich hier noch was. Du setzt es auf, legst es ab, so wie es für dich gerade passt. Ich schieb Hass, so verarbeite ich das, verändert sich hier noch was. Also meine ersten Rap-Texte habe ich, glaube ich, so mit 10, 11 geschrieben. Es waren jetzt nicht explizit Rap-Texte, sondern es waren halt so meine kleinen Gedichte, meine kleinen Sätze, Reimsammlungen so. Und es ging halt um Familie, um Sachen, die damals passiert sind, die irgendwie voll schlimm für mich waren. Oder halt auch in der Schulzeit so, ist auch ein bisschen Scheiße passiert. Also immer sehr persönliche Sachen, die irgendwie ein bisschen dramatisch sind. Die habe ich dann immer schon in Texten verarbeitet. Verändert sich hier noch was? Nail-Slashes, Bubble Tea, voll eklig, aber eigentlich mag ich sie. Euer Essen schmeckt gut, Urlaub ist gebucht. Brauchst du Hilfe, gibt es leider keine Garantie. Bruder, Reißhut, Samurai-Schwert, von der Bedeutung keine Ahnung, aber pimpe meine Welt. Moos, wenn im Deko, einfach nur, was mir gefällt. Und schnell noch ein Selfie, ein Plastikblumengeschäft. Ich bin für 2 Jahre nach Leipzig gezogen, um dort Pop- und Jazzgesang zu studieren. Und ich habe mich mega lange darauf vorbereitet, so 2 Jahre in der Studienvorbereitung, so habe wirklich alles darauf hingesetzt, dahin zu kommen, habe ja auch vorgesungen, es gibt ja auch Castings und so alles. Und als ich da war, hat sich das dann halt nicht so rausgestellt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte halt immer meine Songs schreiben, meine Texte und irgendwie an meiner Musik arbeiten. Und ich dachte, dieser Raum dort würde mich dabei unterstützen und mich pushen. Einerseits war das Studium dann doch nicht das, was ich wollte. Andererseits habe ich dann auch selber Rassismus erfahren an der Hochschule, musste irgendwie super viele unangenehme Gespräche führen. Und dann in der Stadt selber habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Nach langen, langen Ringen bin ich dann zurück nach Berlin, habe das Studium dort abgebrochen. Und ja, seitdem mache ich Rap als Nasche 44. Zu viele Traumata. Für dich ist es einfach nur Spaß. Du stellst Buddha ins Bad, sonn mein Arsch.
Asian Berlin Pussy Conscious Rap ist für mich so dieser Mix aus vielen verschiedenen Musikrichtungen. Meine Texte sind halt sehr nah und aber auch ein bisschen sozialpolitisch so in die Richtung. Deswegen nenne ich es auf jeden Fall Conscious Rap. Aber es ist halt nicht so dieses stinknormale 0815 Conscious Rap, was du kennst, was manchmal dir aus den Ohren raushängt so mäßig. Sondern ich wollte, dass es halt immer irgendwie eine Musik ist, wo du zu tanzen kannst, abgehen kannst, unter der Dusche dazu singen kannst oder im Auto abgehen kannst. So. Als ich von Leipzig zurück nach Berlin gekommen bin, habe ich versucht, eine Wohnung in Neukölln zu finden, also da, wo ich auch aufgewachsen bin. So. Hat aber nicht geklappt. Ich habe ein paar Monate auf dem Sofa meiner Eltern gewohnt, tatsächlich. Es war sehr intens. Wir waren 7 Leute in einer 4-Zimmer-Wohnung. Und dann war ich halt irgendwann so, yo, ich finde einfach keine Wohnung in Neukölln. Es ist nicht möglich. Deswegen bin ich dann nach Lichtenberg gezogen. Und deswegen sind wir heute in Lichtenberg, wo ich halt wohne und wo auch das Studio von Spoke ist und irgendwie mein neuer Lebensmittelpunkt geworden ist. Also mein Name ist Spoke, ich bin Producer, Beatmaker, ursprünglich aus Kassel. Ich habe ein Studio in Berlin, mache hier viel Hip-Hop-Produktion. Ja, wir haben mal eine Kollaboration gemacht für den Magic Clit Track. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt. Ich gebe mir Lil Kim meine Magic Clit. Ich bin nicht nur lit, nein, ich bin radioaktiv. Er sucht ob meine Clit, er hat sich in mich verliebt. Ist das eine Aubergine oder hast du dich vertippt? Ich werde marinefeucht und du gehst schwimmen wie Obelix. Das ist im Prinzip so ein bisschen auch so der Spirit von diesem Studio, das mir halt super wichtig ist, so das Flinter Personen in diesem ganzen Musikproduktionsbereich zu stärken und zu pushen. Das heißt, ja, diese ganze Unterrepräsentation, ProducerInnen und auch Sound Engineers ist halt sowas, wo ich denke, dass sehr viel passieren muss sozusagen. Und ich glaube, das ist halt auch vor allen Dingen durch Orte und durch Netzwerken zu stärken, also von meiner Seite, dass man halt Leute involviert. So, ich arbeite halt auch mit einem Queer Mastering Studio, Queer Mastering zum Beispiel. Und es ist halt super wichtig, dass in diesem Bereich, wo man sich halt auch professionalisiert, dass da einfach so Zusammenarbeit stattfindet und man sich auch gegenseitig Ressourcen und Projekte pusht und sich gegenseitig pusht als Professionelle in dem Bereich. Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann versuche ich schon irgendwie vorwiegend mit Flinter oder queeren Menschen und BIPOX zusammenzuarbeiten, weil ich halt auch finde, wie Spoke schon gesagt hat, dass es irgendwie auch eine Unterrepräsentation gibt und meistens hakt es dann einfach nur oder liegt es daran, dass einfach die Plattformen fehlen oder irgendwie so die Chancen, Möglichkeiten, weil ich glaube, es gibt genügend sehr viele talentierte Leute, vor allem Flinters und BIPOX und deswegen versuche ich dann, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, so eine Plattform zu sharen, dass ich das dann auch mache, sozusagen mit coolen Leuten wie auch Spoke. Nein, ich bin radioaktiv. Er sucht meine Clit, er hat sich in mich verliebt. Ich werd marinefeucht in deinem Anzeigepick, Baby. Wie eine Mandarine putze mich aus meinem Slip. Eine der wichtigsten Ideen von dem Studio, halt auch so ein bisschen so eine andere Atmosphäre zu schaffen. Also mir ist es halt super wichtig und ich höre das auch als Feedback von vielen anderen Artists. Man hat halt oft auch so ein bisschen so ein Machtgefälle im Studio oder so ein bisschen so verschiedene Arten, wie man sich fühlt in seinen Positionen. Und mir ist es halt zum Beispiel total wichtig, so ein bisschen so dieses Artist-Producer-Engineer-Ding auch so ein bisschen aufzubrechen. Also so einfach vom Feeling oder von der Zusammenarbeit. Und das ist halt was, was mir super wichtig ist und was ich auch super merke, dass viele Flinter-Artists das halt auch schätzen, weil das halt oft einfach so ein bisschen mehr Offenheit schafft und halt nicht so diese, so ja, ich bin jetzt die Person, die erzählt, wie es läuft oder da, ne? Und ich glaube halt, dass dadurch einfach ein bisschen eine andere Atmosphäre entstehen kann und das genieße ich total und ich merke auch, dass andere Artists das genießen. Ich bin vor allen Dingen, glaube ich, von Anfang an extrem beeindruckt gewesen, dass halt Nashi so eine krasse Vision hat. Also mich hat das sofort total krass beeindruckt, weil ich hatte halt das Gefühl, Nashi war so bam, so das will ich machen. So Ästhetik, Inhalt, politisch, alles war halt so, das war halt so eine Vision für mich und das hat mich halt super beeindruckt von Anfang an. Nenn das ganze Asian Fusion Kitchen Nashi Style. Me hate you long time.
diese Unterrepräsentation von Flinter und Queer, ProducerInnen und Beatmaker etc. Es gibt so krass viel strukturelle Probleme, also Ungleichgewicht in dieser Musikbranche. Da muss einfach super viel passieren. Ich hoffe vor allen Dingen auch, dass es nicht oberflächlich passiert, also dass es nicht dieses auf dieser Repräsentationsebene, das ist halt was, was ich gerade viel wahrnehme. Sondern auch hinter den Bühnen und so, genau. Ne? Voll. Also es geht halt wirklich um die Strukturen unten drunter sozusagen. Und ich glaube halt, dass sich so politische Sachen auch wirklich nur verändern können, wenn halt wirklich das so dauerhaft eine Veränderung hat. Und das ist für mich halt Machtposition. Und da hoffe ich halt, dass die Repräsentation sich ändert. Ich würde es unterschreiben und noch hinzufügen, der finanzielle Aspekt so ein bisschen besser werden sollte. Also ich finde es einfach wirklich absurd, dass Streaming so schlecht bezahlt wird quasi. Also dass da am Ende fast gar nichts ankommt bei den Musikschaffenden. Dass da einfach so ein bisschen was sich ändern sollte. Weil am Ende, wenn du dann mehr Geld zur Verfügung hast, kannst du auch wieder das besser abgeben an andere und sozusagen ein besseres Standbein haben. Ich schaffe es jetzt gerade auch nur, weil ich Förderungen habe. Ohne Förderung wäre das gar nicht möglich. So würde kein Lied veröffentlicht werden. Ich wurde gefördert von der Initiative für Musik. Und da musst du tatsächlich ganz schön viel vorher einreichen. Also du musst einen Finanzplan schreiben, wie du das Geld verwalten möchtest. Du musst so eine Art Motivationsschreiben schreiben, richtig so, was du bis jetzt geschafft hast, wo du hin möchtest, was dein Plan ist, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und du musst es auch mit einem anderen Musikunternehmen zusammen einreichen. Also du kannst nicht einfach als Artist kommen und sagen, ich will jetzt hier, gib mir Geld mäßig. Sondern du musst dir wirklich schon Gedanken machen und du musst selber auch einen Teil der Fördersumme selber mit reinbringen. Schon viel, was man sich vorher überlegen muss und erarbeiten muss. Die haben kein künstlerisches Mitspracherecht. Also nicht so, dass sie jetzt sagen, nee, das gefällt uns nicht, bla bla, sondern die sind so, mach. Ehrlich gesagt, als ich die Förderung bekommen habe, ich habe gar nicht dran geglaubt. Ne? Ich dachte so, als ob sie mir jetzt eine Förderung geben. So. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sich jetzt gerade was ändert. Erst Model Minority, dann gelbe Gefahr. Erst unsichtbar, auf einmal Virusschleuder. In der Bahn meide ich Blicke seit Corona. Alle haben plötzlich Angst vor mir und meiner Mama. Leute denken, wir tragen das Virus in der DNA. Komme mit Maske, direkt Massenparanoia. Es gab ja schon einige Extremfälle, wo Leute auf der Straße wirklich Gewalt erfahren haben während der Pandemie. Das hatte ich zum Glück nicht. Aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Momente gehabt, wo ich angefeindet wurde. Also da erzähle ich ja auch in meinem Song Virus in der DNA, dass ich in einem Club bin und der Typ mir einfach irgendwie Corona entgegenschreit und danach abgehauen ist. So. Und das sind halt so Sachen, wo du dann denkst, so, ich bin nicht das Virus. Und viele andere haben halt noch schlimmere Sachen erfahren. Es ist halt nicht, dass es erst in der Pandemie plötzlich da war, sondern halt schon Jahre, Jahre vorher, Jahrzehnte. Da es halt einfach nie sichtbar war, die Leute nie wirklich so das mitbekommen haben oder oft auch einfach abgetan haben, es gibt gar keinen anti-asiatischen Rassismus. Und in der Pandemie ist halt einfach viel, viel, viel sichtbarer geworden. Und die Grenze, die Schwelle ist auch einfach niedriger geworden, das offen auszuleben. Wir sind nicht fremd in diesem Land, wir werden fremd von euch gemacht. Hab nur das Recht, die Fuß zu fassen, mit Leistung von mir erbracht. Die Attention ist weg, aber es bleibt ein Problem, wie sich Racism, Diskussionen um Kreise drehen. Und tut nicht so, als wäre es seit Corona so. Xing, Shang, Shang, gab es doch damals schon. Zum einen ist mir halt voll viel anti-asiatischer Rassismus und Sexismus begegnet, so im Alltag. Früher habe ich das einfach aufgenommen und habe es nicht richtig verarbeiten können. So habe nicht verstanden, was passiert. Ich habe nur gemerkt, dass es unfair ist. So. Und irgendwann so mit der Zeit habe ich die richtigen Wörter dafür gefunden, habe mich mit Rassismus und Sexismus auseinandergesetzt und dann verstanden, so, ich bin nicht das Problem, sondern die Struktur, das System, in dem wir aufwachsen. Und ich finde halt, um das ändern zu können, ist es am besten, das anzusprechen und es zu benennen. Und deswegen mache ich das halt auch in meinen Songtexten so. Manchmal auch ein bisschen provokativ so. Weil ich finde, manchmal muss man Leuten vor den Kopf stoßen, damit sie dann erst so merken, so, ah, okay, hier stimmt was nicht. Oder so, hier ist die Kacke am Dampfen. Ja, geil, mein erster Freund hatte einen Asia-Fetisch. Hat sich ständig exotischer Begriffe entledigt. Ich dachte doch ernsthaft, diese Liebe hält ewig, bis ich gecheckt habe, das ist irgendwie eklig. Auf meinen Konzerten, klar, da kommen halt Leute, die sich meine Musik anhören wollen. Manchmal gibt es auch Leute, die mich noch gar nicht kennen. Aber das ist echt meistens sehr positiv. Also die Leute sind so, haben richtig Bock, schreien meine Texte mit. So. Ich habe auch das Gefühl, für die ist es manchmal so wie so ein Befreiungsschlag, so in dem Moment einfach mal rauszuschreien, so, sag, komm, Spring Roll, weißt du, es ist halt irgendwie
Geil. Aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gonji, meiner Mutti. Aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gonji, meiner Mutti. Meine Mama feiert's. Ey, aber ich muss auch sagen, richtig viele fragen mich das, weil wegen meinem Song Aus der Pussy meiner Mutti so. Natürlich habe ich meine Mutter vorher gefragt, bevor ich dieses Lied release. So, ich war so, guck mal, ich habe es geschrieben so. Es geht um die Sachen, die mir widerfahren sind. Und ich wollte endlich mal so eine Antwort auf diese Frage halt formulieren. Und wie findest du das? Und sie war halt so, ja, ist doch auch so. Da kommst du doch auch her. Von daher, ja, sie supportet mich, meine Eltern supporten mich. Ohne Scham fragt der Alma. Wo ich ja kam. Ja, ich komme aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gonji, meiner Mutti. Aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gonji, meiner Mutti. Das war meine Germania-Folge. Ich bin Nashi44. Was mich schon immer interessiert hat, was ist eure Lieblings-Bubble-Tea-Sorte? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert den Channel hier. Schaut euch die nächste Folge an hier und like den ganzen Scheiß.